Herzlich willkommen bei Canisius TV. Heute ist Mittwoch der Osteroktav. Ich lese das Tagesgebet von heute. Gnädiger Gott, du schenkst deinem Volk jedes Jahr die österliche Freude durch das hohe Fest der Auferstehung Christi. Führe uns durch die Feier, die wir auf Erden begehen, zur unvergänglichen Freude im Himmel. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Wir gehen weiter in der Apostelgeschichte. Wir sind inzwischen im dritten Kapitel. In den Versen 1 bis 10 lesen wir. In jenen Tagen gingen Petrus und Johannes um die neunte Stunde zum Gebet in den Tempel hinauf. Da wurde ein Mann herbeigetragen, der von Geburt an gelähmt war. Man setzte ihn täglich an das Tor des Tempels, die man die schöne Pforte nennt. Dort sollte er bei denen, die den Tempel betraten, um Almosen betteln. Als er nun Petrus und Johannes in den Tempel gehen sah, bat er um ein Almosen. Petrus und Johannes blickten ihn an und Petrus sagte, sieh uns an. Da wandte er sich ihnen zu und erwartete, etwas von ihnen zu bekommen. Petrus aber sagte, Gold und Silber besitze ich nicht. Doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazoräers, geh umher. Und er fasste ihn an der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich kam Kraft in seine Füße und Gelenke. Er sprang auf, konnte stehen und ging umher. Dann ging er mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Alle Leute sahen ihn umhergehen und Gott loben. Sie erkannten ihn als den, der gewöhnlich an der schönen Pforte des Tempels saß und bettelte. Und sie waren voll Verwunderung und Staunen über das, was geschehen war. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Gold und Silber haben wir nicht, sagt der Petrus zu dem Gelähmten. Damals gab es noch keine Kirchensteuer, noch keine Kapitalerträge, noch keine Pfründe. Die hatten auch noch keine Kathedralen oder Bischofsresidenzen oder Pfarrhäuser oder Freizeitheime. Die haben wir noch. Wenn man den Statistiken und Unkenrufern von heute glaubt, dann sind die fetten Jahre der Kirche bald vorbei und dann kommen die mageren Jahre. Wenn Sie mich fragen, ich möchte den kommenden Verlust jetzt nicht noch künstlich herbeireden, aber Angst davor habe ich auch nicht. Gold und Silber war nämlich nie das eigentliche Kapital der Kirche. Es hat in vielen Bereichen viele Jahre lang Dinge möglich gemacht, die auch heute noch zu unserer Gesellschaft gehören. Christliche Kitas, Schulen, Behinderteneinrichtungen, Sozialeinrichtungen, Altenheime und so weiter und so weiter. Dort wurden und werden immer noch natürlich junge und alte Menschen, behinderte und nicht behinderte Menschen, gesunde und kranke, auf die Beine gebracht, zum Laufen gebracht, damit sie selbstständig ihr Leben wieder oder vielleicht zum ersten Mal leben können.
Aber geben wir es zu, auch heute tun sich auch immer mehr Christen schwer mit der Kirchensteuer. Sie werden von vielen Menschen kritisch angefragt. Und wir tun uns schwer, unseren kirchlichen Einrichtungen, die uns etwas über den Kopf gewachsen sind, noch mit unserem christlichen Geist zu erfüllen, zu durchtränken. Aber wir Christen müssen vielleicht auch gar keine Krankenhäuser oder Schulen betreiben, wenn das auch schon anderweitig geschieht und gemacht wird. Unsere Stunde war da, als es diese Einrichtungen noch nicht gab und nur wir das Silber und Gold hatten, um diese Einrichtungen zu betreiben. Jetzt gehen uns Silber und Gold so langsam, aber sicher aus. Und wir müssen uns nach anderen Möglichkeiten umsehen. Gold und Silber war und bleibt auch weiterhin wichtig. Aber das war nie das wirkliche Fundament der Kirche. Unser eigentliches Kapital war und ist immer noch und verstärkt wieder der gekreuzigte und auferstandene Jesus Christus. In seinem Namen haben Petrus und Johannes und Maria und wie sie alle heißen, waren unterwegs und haben Menschen auf die Beine gebracht, wie wir das heute so schön anschaulich in der Apostelgeschichte gelesen haben. Der Name Jesu hat Menschen geheilt, hat sie gesund gemacht, hat ihnen Kräfte zuwachsen lassen, sodass sie ihr Leben wieder aktiv selber gestalten konnten, in die eigene Hand nehmen konnten, wieder auf eigenen Beinen stehen konnten. Und vielleicht müssen wir, wie Petrus damals, in Zukunft auch sagen, Gold und Silber haben wir nicht. Aber was wir haben, das wollen wir euch geben. Im Namen Jesu Christi des Nazaräers, steh auf und geh umher. Es gibt so viele Menschen, die sind intellektuell bewegungsunfähig. Ja, die sind starr in ihren Ansichten. Ja, die kleben fest am Sessel vor dem Fernseher oder an der Spielkonsole. Und wir Christen, wir haben eine Botschaft, die Menschen heute umhergehen lassen, machen kann. Wir müssen nur selber an uns glauben. Ich bete. Allmächtiger Gott, Gold und Silber hat die Kirche zwar noch, aber immer weniger. Ihr Fundament aber war schon immer dein Sohn, der gekreuzigte und auferstandene Christus. Durch ihn bitten wir dich für alle Menschen, die nicht auf die Beine kommen, die ihr Leben nicht zum Laufen bringen. Schenke ihnen im Namen deines Sohnes neue Lebenskraft für Leib und Seele, für die Kirche, dass sie ihre Zukunft nicht im Erhalt oder Erwerb von Reichtum sieht, sondern darin, den Menschen das Evangelium zu verkünden. Wir beten in einer kurzen Stille in unserem persönlichen Anliegen. Für die Opfer von Corona, für alle, die Einkünfte, Arbeitsplatz, Schuljahr oder gar Freunde und Leben verloren haben. Schenke unseren Gelenken und Füßen neue Kraft. Guter Gott, Petrus und Johannes haben damals dem Bettler Beine gemacht. Lass auch uns heute Menschen und Dinge bewegen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen. Ich lese ein Osterlied, ein relativ neues, kurzes und unbekanntes Lied, das sehr gut zu unserer Lesung passt. Du hast mein Klagen in Tanzen verwandelt, hast mich geheilt und mit Freude umgürtet. Dir singt mein Herz und will nicht verstummen, dir will ich singen in Ewigkeit. Und so segne sie und die ihren, dich und die deinen, der gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Bis morgen.